Guten Morgen. Ja, Tag 1, unsere 5-Tage-Challenge. Jetzt warte ich noch kurz, bis die da sind, reinkommen, die live dabei sein wollen. Das Thema von der Challenge heißt ja, fühlen und wissen, wer du wirklich bist. Hallo, guten Morgen. Und daraufhin aufbauend kreieren, was du wirklich willst. Und ich habe jetzt für den ersten Tag heute, habe ich mir das Thema Fühlen herausgenommen. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Gefühle ordnen, sozusagen. Dass wir unsere Gefühle richtig einordnen. Hallo Katrin, hallo Ursula, guten Morgen, hallo Birgit, guten Morgen Katrin, schön seid ihr alle da. Ja, das Thema Fühlen, es ist so wichtig für uns, was wir fühlen. Unser Körper ist ja, hallo guten Morgen Angelika, guten Morgen. Ja, schön seid ihr alle da bei der Challenge 5 Tage bis am Samstag. Und zwar ist die Idee eigentlich gewesen, dass es nahtlos übergeht für die, die dann am Sonntag auch noch dabei sind bei der Anwendung mit Divine Healing Energy am Sonntag. Dass es wirklich so ein schönes Programm gibt für diese Woche und für den Ausklang vom Mai. Guten Morgen, Maria. Ja, also fühlen ist das Thema. Unsere Gefühle. Unsere Gefühle und zu fühlen, wer wir wirklich sind und auch gleichzeitig eben zu fühlen, was die Lügen sind, wie sich diese Lügen anfühlen, die uns über ganz, ganz viele Jahre hin eingetrichtert worden sind. Guten Morgen, Maria. Oder wir haben ja, unsere Gefühle sind ja unser Barometer im Prinzip. Unser Barometer unseres menschlichen Körpers. Unsere Gefühle zeigen uns immer ganz schnell und ganz direkt, womit wir uns gerade beschäftigen. Und es geht so nahtlos, das ist so eine 1:1 Verbindung, dieses Denken und Fühlen. Das ist nicht so, ja, ich kann mal eine halbe Stunde was denken und nachher fühle ich, was ich denke, sondern es ist im Gegenteil so. Ich habe so ganz leichte Gedanken, leichte Befürchtungen, leichte, nicht mal an der Oberfläche mir bewusst seiende Gedanken, sondern unterbewusste Überzeugungen und Befürchtungen. Und die fühle ich schon, bevor ich eigentlich weiß, bewusst, womit ich mich gerade beschäftige, womit meine Gedanken sich gerade beschäftigen, in welchen Szenarien und Überzeugungen ich mich gerade aufhalte. Und das ist dieses ganze Verflixte und dieses ganze Schwierige an dieser Sache, weil das ist so ein Perpetuum mobile, dass wir anfangen mit einem Gedanken, mit einer Befürchtung, mit einer, guten Morgen Susanne, mit einer kleinen Überzeugung, die schleicht sich so ein. Und die kommt so irgendwo aus dem Hinterhalt heraus, auf Basis dessen, was wir so erlebt haben, womit wir uns, guten Morgen, womit wir uns beschäftigt haben, oder? Wir beschäftigen uns immer unterbewusst mit irgendetwas. Etwas, wo wir im Mangel sind, wo wir denken, das müsste doch anders sein, etwas, wo wir gerne anders hätten, uns es vor allem aber nicht wirklich offen eingestehen und es nicht an die Oberfläche bringen und es nicht bearbeiten. Das brodelt so im Unterbewusstsein. Und dieses Brodeln, diese brodelnden Gedanken, diese brodelnden
ja, wenn wir Probleme wälzen, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir alte Verletzungen haben, das ist alles ein Perpetuum mobile, das im Untergrund mit uns brodelt und sich immer wieder neu bestätigt. Ich mache ein Beispiel. Wenn du verletzt worden bist oder wenn du enttäuscht worden bist, dann ist es meistens nicht nur eine Enttäuschung, sondern es ist eine ganze Kette an Enttäuschungen. Und die gibt dir ein Gefühl. Ja? Und dieses Gefühl ist dieses Urgefühl des nicht wert zu sein. Das ist eins von den hammerharten Gefühlen, die uns immer antreiben. Ja? Dieses, ich bin verletzt, ich bin es nicht wert, ich bin nicht akzeptiert, ich werde nicht gesehen und so weiter. Und diese riesengroße Grundlüge, diese riesengroße Grundlüge, die in uns wohnt, die als ganz tiefe Überzeugung uns vom Anfang unseres Lebens davon abgehalten hat, zu glauben, dass wir ein perfektes, liebendes, schuldfreies Wesen sind. Dieses Gefühl begleitet uns immer, wenn wir es nicht stellen, wenn wir es nicht an die Oberfläche bringen. Es kommt durch Hinterhälte, es kommt durch Hintertürchen. Es ist immer irgendwo präsent und muss gestellt werden. Und eigentlich ist dieses Gefühl so einfach zu stellen, weil wir sind traurig, fühlen uns abgelehnt, wir fühlen uns fehl am Platz, wir haben das Gefühl, wir müssen etwas anders machen, wir fühlen uns getrieben. Das sind genau diese Gefühle, die dieses Grundgefühl verursacht. Und dieses Grundgefühl, diese Grundvorstellung, dass irgendwas mit uns nicht stimmt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ist die größte Lüge der Menschheit. Auf diesem Grundgefühl basiert auch, oder auf dieser Grundüberzeugung aus diesem Grundgefühl, sagen wir mal so, basiert eben auch die Tatsache, dass wir uns gegenseitig bewerten, dass wir uns gegenseitig beobachten, dass wir immer versuchen rauszufinden, ob und warum andere vielleicht besser sind oder warum man selber nicht gut genug ist. Weil wenn man wüsste, dass man gut genug ist, dass man liebenswert genug ist, dass man perfekt genug ist, dann würde man nicht andere beobachten und sie beurteilen und beurteilen, im Vergleich zu sich selber. Also, das ist wirklich dieser Hexenkessel, aus dem es gilt herauszukommen. Und zwar, weil wir ja wissen, in unserem Verstand, da darf uns unser Verstand jetzt helfen, weil wir ja logischerweise doch wissen können, dass wir alle gleich sind. Weil wir ja logischerweise wissen können, dass wir alle göttliche, perfekte, liebende Ideen sind. Wir sind hierher gekommen aus einer perfekten Vorstellung des Göttlichen. Wenn ihr euch mal vorstellt, wie würde sich das Göttliche vorstellen, wenn es schöpft? Wie perfekt und wie wunderbar sind die Schöpfungen des Göttlichen? Und jetzt ist es unsere Aufgabe, dieses Göttliche für uns anzunehmen und immer öfter in diesen Zustand dieser göttlichen Perfektion, das ist ja eigentlich diese Liebe, diese urteilsfreie, bedingungslose Liebe, aus der wir entstanden sind und für die, um die zu reflektieren, wir hier sind.
Also, das ist genau diese Dualität, die es für uns zum Auflösen gilt. Das eine, was wir glauben als menschliches, verletztes, nicht gut genuges Wesen, das hier schon einen Teil gegangen ist, zu sein, als schmerzhafte Lüge anzuerkennen. Und jedes Mal, wenn dieser Schmerz dieser Lüge da ist, eben dieser Lüge nicht gut genug zu sein, besser zu sein, etwas anders machen zu müssen, um endlich liebenswert zu sein. Jedes Mal, wenn dieses Gefühl dieses Schmerzes auftaucht, dieses Gefühl zu stellen, anzuerkennen und zu sagen, ja, aber diese Lüge bestimmt mich nicht weiter. Diese Lüge treibt mich nicht weiter. Diese Lüge führt mich nicht dazu, Handlungen zu machen aus einer Überzeugung, dass ich irgendwie besser werden muss, dass ich nicht gut genug bin, dass ich mich nicht trauen darf, dass ich nicht so sein darf, wie ich will, sondern diese Lüge wird von mir gestellt, dem Moment, wo ich sie gestellt habe, also wo ich sie entdeckt habe, dass sie wieder in mir wütet, korrigiere ich sie. Ich korrigiere sie mit der göttlichen Wahrheit. Ich korrigiere sie und ich korrigiere damit auch das Gefühl. In dem Moment, wo ich dann das Gefühl korrigiere, weil ich mir erlaube, mich perfekt zu fühlen, mich großartig zu fühlen, mich geliebt zu fühlen, mich unterstützt zu fühlen und mich angenommen zu fühlen in meiner perfekten Göttlichkeit, die ich ja wirklich bin und ausstrahlen darf, in dem Moment habe ich schon den Switch gemacht. Und dieser Switch muss nicht lange dauern, wenn ich mich bewusst damit beschäftige, wenn ich nicht drüber hinweg aktioniere, wenn ich mich nicht drüber ablenke, sondern das ist das, was die meisten auch meinen, ja, geh in den Schmerz rein. Aber es geht nicht darum, in den Schmerz reinzugehen und um den Schmerz irgendwie zu fühlen und zu verstärken und die Lüge zu verstärken, sondern es geht darum, um diesen Alarmknopf zu hören und ihn nicht einfach auszudrücken, sondern zu sagen, oh, Alarm, Alarm, Lügenalarm. Und sich dann damit auseinanderzusetzen und diesen Lügenalarm durch Wahrheit zu überschreiben. Ja? Deswegen bin ich nicht Fan zu sagen, ja, geh durch den Schmerz durch, an der anderen Seite kommst du raus. Wenn ich nicht weiß, was dieser Schmerz ist und wenn ich nicht weiß, dass dieser Schmerz eigentlich nur kommt, weil ich einer Lüge aufgesessen bin über mich, über mein Sein, über meinen Zustand. Warum soll ich dann in das Tal des Horrors gehen und durch einen Schmerz durchgehen und glauben, der gehört zu mir und es ist meine Wahrheit? Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum zu erkennen, dass dieser Schmerz aus einer Lügengeschichte der Gesellschaft entstanden ist und mit meinem wahren Sein, mit meiner wahren Göttlichkeit, mit der wahren Idee, mit der ich hier auf diese Welt gekommen bin, nichts zu tun hat. Danke, Angelika. Das ist so wichtig und dann kann ich ganz anders mit diesem Schmerz umgehen und kann mich ganz anders verhalten und lass mich nicht einnehmen, meine Persönlichkeit, sondern stelle diesen Schmerz als Lüge, postuliere die Wahrheit, fühle diese Wahrheit in mir und hab's dann gedreht, hab's dann geheilt. Und das ist eigentlich auch das, was diese Anwendungen mit göttlicher Energie, mit Divine Healing Energy machen. Die kommen gleichzeitig mit dem Gedanken der Wahrheit, ziehst du die Energien der Wahrheit zu dir, sodass deine Gefühle, diese Energie der Gefühle auch transformiert. Also du transformierst beides, die Energie der falschen Vorstellung und die Energie der damit verbundenen Gefühle. Und schon hast du diesen Switch gedreht. Und das braucht natürlich wirklich Disziplin, weil unser normales Verhalten, sag ich mal, was wir angehen, das ist anders, oder?
weg, ich will nichts damit zu tun haben, der Schmerz und ich muss den betäuben und so weiter und so fort. Aber wenn ich weiß, was genau der Schmerz ist, wo er herkommt, was er mir zu sagen hat und was meine Aufgabe ist, mit diesem Schmerz umzugehen, kann ich das immer wieder transformieren. Und das allerletzte Wichtige ist, jeden Schmerz, den du für dich immer wieder transformierst, transformierst du im Kollektiv. Weil es ist, so leid es mir tut, nicht dein eigener persönlicher Schmerz, sondern es ist ein kollektiver Schmerz, der uns als Menschen kollektiv von unserer göttlichen Wahrheit trennt und wobei es jetzt an der Zeit ist, wirklich die Arbeit zu machen und in diese göttliche Wahrheit mehr und mehr einzutreten, damit wir als kollektive Gesellschaft auch wieder eintreten können. Und das gute Beispiel ist einfach, wenn die Gesellschaft sich verändert hat und die Kinder auf die Welt kommen, so wie wir als Babys, und du schon in dieses neue Bewusstsein der göttlichen Perfektion hineingeboren wirst, in eine Familie, die die göttliche Perfektion lebt, dann gibt es für diesen Schmerz und für diese Lüge, des nicht gut genug zu sein, des Versagens, des abgelehnt, bla bla bla, was ich vorher gesagt habe, gibt es keine Basis mehr. Dann wird es ausgerottet. Und dazu sind wir hier. Jeder Einzelne von uns ist hier, um das zu transformieren und diesen Scheiß auszurotten. Genau. So, damit wäre ich eigentlich für heute am Ende. Habt ihr noch Fragen, vielleicht ein paar Kommentare, ob ihr das verstehen konntet, ob ihr mir folgen konntet, ob das euch geholfen hat? Würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen was reintippeln könntet. Oder Daumen hochdrücken, irgendwelche Herzchen, damit ich weiß, dass das angekommen ist, meine Message. Also, gerade sehe ich gar nichts mehr. Könnt ihr euch damit irgendwo identifizieren? Danke, war sehr verständlich, schön. Genau. Also deswegen ist es halt auch super wichtig, dass wir das wie immer auf dem Punkt. Danke, Ursula. Ich weiß es selber immer nicht so genau, oder? Was da sich alles entfaltet. Guter Impuls für den Tag. Ja, es war wunderbar und so klar. Es ist wirklich so, so wichtig, dass wir uns diese Klarheit immer wiederholen. Erstes First thing in the morning, oder wirklich, dass wir da eintreten und dass, wenn wir die Augen öffnen, dass wir diese Augen eben nicht in diese super nie oft genug gehören. Ja, es ist so. Und wenn wir es nicht von anderen hören, müssen wir uns es selber immer wieder sagen. Und ich kann nur noch mal Werbung machen für diese Anwendungen mit göttlicher Energie. Jetzt sind ein paar dabei, die haben entweder die Ausbildung auch schon gemacht oder sind auch mit uns jetzt in den Sonntagsanwendungen. Es ist wirklich so ein gutes Tool, weil es so einfach ist und weil man sich so schnell wieder ausrichten kann. Und es ist ein super, super Tool für dich selber und auch für andere. Und je mehr du damit selber arbeitest, je mehr du diese Modalität für dich selber anwendest, täglich mehrmals, immer wieder, wenn du merkst, uch, gefühlt schlecht, oh mein Gott, Hilfe, dass du anfängst zu lernen, du musst im Inneren ändern. Ja? Es ist der erste Weg, da gibt es nichts zu trinken, da gibt es nichts zu essen, was hilft, da gibt es kein Medikament, was hilft. Da ist es wirklich nur, diese innere Wahrheit ins rechte Licht zu rücken. Das ist Heilung. Das ist die Heilung von all der Lüge. Wir müssen nichts anderes heilen als Lügen im Prinzip. Wir müssen die Lügen ins richtige Licht kriegen. Das ist eigentlich das Einzige, was zu tun ist. Wir müssen nichts verändern. Wir müssen nur diese Lügen
entlarven und sie dann mit der Wahrheit postulieren und aus dieser Wahrheit unsere Entscheidungen treffen, unsere Schritte gehen, die damit zu tun haben, was wir wirklich sind, wahres Fülle, Wesen, Schöpfer. Und darüber möchte ich morgen dann auch reden, was es wirklich heißt, dieses Schöpfer zu sein, dieser Kreator zu sein, dieser hundertprozentige Beeinflusser unseres Lebens, unseres Außen. Das ist Palm. Wir haben so, so viel Power. Und darüber reden wir morgen. Über unsere innere Power. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen früh. Tschüssi.